Ein bestohlener Paketbote wird jetzt zum Einsatz für Tom Meyer und Fabian Schulz. Hat einer der Anwohner des Mehrfamilienhauses in einem unbeobachteten Moment zugegriffen? Vor Ort aus dem Kfz. Guten Tag, Kumpel. Guten Tag. Hallo, Meyer. Hallo. Ich möchte einen Diebstahl melden. Also mir sind ungefähr 2 bis 3 Pakete verschwunden. Wie viele weiß ich noch nicht genau. Ich habe gerade im Nebenhaus. Hoppala, sorry. Ich habe gerade im Nebenhaus was ausgeliefert und habe dann gesehen, dass Pakete fehlen. Das ist auch ein bisschen durcheinander geworfen worden. Hier aus diesem Raum hier. Richtig, genau. Und habe ich sie mal direkt angerufen, weil das ist ein Problem. Und ich könnte natürlich gekündigt werden, wenn ich jetzt nicht die Pakete wiederfinde. Die Türen waren offen, sagen Sie. Das ist das Problem. Ich habe leider in der Eile die Türen aufgelassen. Meistens geht es auch ganz gut. In der Eile hat man auch nicht immer Zeit abzuschließen. Und deswegen, ja, das ist jetzt mein... Ist das ein Ausweis für mich vielleicht? Ja, sicher. Kunkel war das richtig? Genau, Kunkel, Eugen. Herr Kunkel, können Sie, also es wäre ganz wichtig, dass wir wissen, um welche Pakete es sich handelt. Können Sie da das rausfinden, was das war oder ja, zumindest den Adressaten? Das kann ich gleich machen. Ich muss an mein Handgerät und dann muss ich mal alle durchgehen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Also von einem weiß ich auf jeden Fall, dass es fehlt. Und ein größeres, also 2 größere und ein etwas kleineres. Der Paketbote wirkt zwar auf den ersten Blick verzweifelt über den Diebstahl, aber als Täter können ihn die Beamten dennoch nicht ausschließen. Hat er etwa selbst lange Finger gemacht? Herr Kunkel, der Vollständigkeit halber würde ich Sie noch belehren. Sie sind Zeuge im Strafverfahren. Das heißt für Sie, Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Sie dürfen nicht lügen, ja, sonst könnten Sie sich selbst strafbar machen. Zum Beispiel Vortäuschen einer Straftat, stellt auch eine Straftat dar. Also da würden Sie sich, lass mich kurz ausreden, da würden Sie sich noch strafbar machen. Ich muss Sie nur belehren, dass wir hier... Ne? Ja, natürlich. Also mein Job hängt davon ab. Ich habe jedes Interesse, die Pakete wieder zu finden. Ne? Okay, Fabi, vielleicht hat der was gesehen. Ja. Ich quatsch kurz mit ihm. Sie gucken erst mal, was Ihnen alles entwendet worden ist. Genau, ja? Ich schau mal nach. Also ja. Können Sie ruhig irgendwie Liefernummer oder Adressat. Genau. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Meyer. Sie sind der Anwohner hier? Nein, ich bin der Hausmeister. Guten Hausmeister. Der Herr Weber. Herr Weber, wir haben jetzt einen Fall hier, dass... Pakete aus dem Wagen hier gestohlen worden sind, vermutlich. Haben Sie etwas beobachtet? Nein, ich nicht, aber ich könnte meine Frau mal fragen. Ne? Machen Sie das mal. Das wäre super. Wieso? Schau dir öfter aus dem Fenster. Schatz, kommst du mal bitte? Nee, diesen Keller Wäsche aber aufhängen. Die Polizei ist da, die möchte irgendwas wissen. Kommst du bitte? Nabend. Nabend. Polizei, hallo. Komm, Schatz, ich nehme. Kommen Sie mal kurz. Ja. Konnten Sie etwas beobachten? Irgendjemanden, der vielleicht der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufgehalten hat oder selber den Diebstahl beobachten? Also ich habe keinen Paketzusteller gesehen, das war mir schon komisch, aber mir ist aufgefallen, dass der Max von der Familie Heinz irgendwas da rumgekramt hat. Okay. Aber was er genau getan hat, weiß ich nicht. Jetzt kamen Sie ja gerade aus dem Keller. Wo waren Sie denn vorhin, dass Sie das gesehen haben? Ich bin runtergekommen von oben und wollte in den Keller gehen und habe das halt beobachtet. Für die Beamten ist das die erste heiße Spur, der sie nachgehen können. Sollte sich der Nachbarsjunge tatsächlich an den Paketen vergriffen haben, müssten sie sich in der Wohnung der Familie befinden. Sie haben einen Sohn Max? Ja. Können wir denn kurz mal sprechen? Ich weiß gerade, ich bin gerade erst reingekommen, aber ich... Schauen Sie mal bitte. Genau. Max? Ja. Dürfen wir reinkommen oder wollen wir es im Flur machen? Hier? Ja, wir müssen kurz mit ihm reden. Ja, ne? Müssen ja nicht alle Nachbarn mitkriegen. Ist denn irgendwas passiert jetzt? Hallo, die Polizei, guten Abend. Ja. Was machen Sie gerade? Die neue Konsole von mir ist gekommen und jetzt wollte ich die ausprobieren. Was heißt gekommen? Ja, der Lieferdienst hat die gerade hier reingebracht und... Ach so, interessant. Ja. Weil der Herr uns nämlich gerufen hat. Okay. Wir sind wegen dem Paketfahrer da. Ja. Der hat nämlich ausgesagt, dass ein Paket aus seinem Fahrzeug entwendet wurde. Ja. Deswegen würde ich Sie erstmal, bevor Sie weiterreden, Sie kurz belehren. Okay. Im Moment haben wir einen konkreten Tatverdacht gegen Sie. Das heißt, Sie sind Beschuldigter im Strafverfahren. Ja. Sie müssen nichts zur Sache sagen. Sie können sich gerne über einen Anwalt äußern. Sie dürfen natürlich was sagen. Erstmal würde ich aber gerne mal einen Ausweis von Ihnen sehen. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 16. Okay. Ich nehme kurz mal das Paket ein. Während sich der 16-Jährige in immer neue Widersprüche verstrickt, nimmt Tom Meyer das Paket etwas genauer unter die Lupe. Mit erstaunlichem Ergebnis. Der Name steht hier nicht drauf. Echt also, nicht? Nein, echt nicht. Also ich verstehe das Ganze nicht. Und es wäre vielleicht an der Zeit, dass man mit der Sprache hier rausrückt, ne? Genau. Ja. Sagen Sie es mal, jetzt lügen Sie uns halt an, wir werden oft genug angelogen. Jetzt sagen Sie mal die Wahrheit, was jetzt mit dem Paket da ist. Ja, ich bin halt in den... Lieferwagen reingegangen, weil ich dachte, jetzt ist endlich meine Konsole da. Ich hatte vor 2 Tagen Geburtstag und die war nicht rechtzeitig da und dann war halt nur diese eine und ich dachte, die ist dann echt an mich adressiert und habe die einfach rausgenommen. So, haben Sie mal aufs Schild geschaut? Nee, gar nicht. Okay, aber Sie haben jetzt im Nachhinein gesehen, dass sie nicht an Sie gerichtet war, ja?
Ja, aber da steht ein Diebstahl da. Ne? Also das heißt, Sie können nicht einfach irgendwo rein und sich Sachen nehmen, so wie es Ihnen passt. Ne? Ja. Sie haben jetzt selber auch angegeben, dass Sie da wussten, dass es nicht Ihre sein kann. Nee, also ja. Die kommt erst in 3 Tagen. Okay, dann... Also. Entschuldige. Nee, also, wieso machst also, du sowas? Erklär mir das mal. Also, ja, Sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Sie werden des Diebstahls beschuldigt. Die Konsole werden wir einpacken, mitnehmen, sicherstellen. Noch gehen die Beamten davon aus, dass der Fall damit geklärt ist. Vor dem Haus treffen sie allerdings auf den Boten, der sich mittlerweile einen Überblick über die gestohlenen Pakete verschafft hat. Der Nachbarsjunge hat quasi sich an ihrem Kofferraum bedient. Und okay. Hat eine neue Konsole herausgezaubert, weil er irgendwie selbst eine erwartet hat. Die Spielkonsole? Ja. Die war aber nicht für ihn. Hat er jetzt auch gesehen. Daher der Diebstahl. Oh, ja. Und die anderen beiden Pakete? Ja, also fehlen 3 Stück. Es fehlen 3. Was fehlt denn? Was fehlt denn noch? Was haben Sie denn? Es sind noch 2 Pakete. Allerdings habe ich etwas sehr Interessantes gefunden. Nämlich an meiner Windschutzscheibe folgen den Zettel. Zeigen Sie mal her. Wo bleibt der Kassenpakete zurück, nur gegen Kölsch? Können Sie das erklären? Ein klein bisschen kann ich mir das erklären. Ich habe vor 5 Tagen ungefähr habe ich hier einen Fernseher vor der Straße gefunden. Da stand ein Zettel drauf. Vor der Straße? Hier auf der Straße. Hier am Haus. Hier vom Haus. Ein Fernseher. Ein Fernseher, der war nämlich abzugeben gegen einen Kasten Bier. Den hatte ich noch im Auto, den Zettel. Okay. So. Den Fernseher kann ich gut gebrauchen, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Wollte natürlich auch meinen Beitrag leisten, den Kasten Bier herbringen. Ja. Durfte ich nicht. Mein Chef hat den Kasten im Auto gesehen. Ja. Gesagt, geht's noch? Hat mir Alkoholismus vorgeworfen und sonst was. Also ja. Konnte ich da natürlich nicht machen. Wollte ich eigentlich dann heute erledigen, aber wie gesagt, das hat nicht funktioniert. Jetzt vermute ich mal, dass derjenige, der den Fernseher hier zu verschenken hatte, sich rächen wollte. An dieser Anschrift auch war das? Richtig. Gut, also vermuten Sie, dass jetzt ein Anwohner hier von dieser Anschrift das Ganze noch aus gewesen? Ja, dann fragen wir noch mal im Haus. Da der Fernseher vor dem Haus stand, kommen eigentlich nur die Anwohner in Frage. Im Flur treffen die Beamten auf den Hausmeister, den sie sofort konfrontieren. Kann es sein, dass Sie das geschrieben haben? Das ist deine Schrift. Nee, ist von Müller. Der Müller? Ja. Der ist im Urlaub. Du gießt die Blumen. Sie haben aber den Fernseher rausgestellt. Ja. Sie haben den Fernseher rausgestellt und das heißt, der Müller ist... Wohnt er oben, Herr Müller? Ja, Moment. Ich will es nur verstehen. Müller ist der Sie Nachbar. Haben den Fernseher rausgestellt ja. Und jemand anders hat einen Zettel dran gehängt. Ich hab den Zettel dann draufgetan. Kiste Bier gegen... Aber das ist Ihr Vorhaben ja. gewesen? Ja. Ja. Okay. Moment, Sie wollten das auch so? Ja. Okay, alles klar. Und dann ist dieser Kasten Bier ist nicht gekommen. Ja. Und der muss auch immer alles erzählen. Also jetzt, ja, was wird hier für ein Spiel gespielt? Ja, den habe ich auch geschrieben, weil ich ihm eins auswischen wollte. Weil ich finde das nicht korrekt, wenn ich was rausstelle und dann... kriege ich mein Bier nicht für den Fernseher. Das bedeutet aber, dass er das, was aus dem Fahrzeug entwendet worden ist. Ja. Wo ist das jetzt? Kann ich holen. Machen Sie das mal. Er hat diese Pakete entwendet, um sich nicht zu bereichern. Er hat meiner Meinung nach keine Aneignungsabsicht, gut, vielleicht eine vorübergehende, aber keine dauernde, gehabt. Und deswegen lassen wir das natürlich wie immer das Gericht entscheiden. Und wir haben soweit unsere Arbeit vor Ort getan, belassen und entlassen ermittelt. Ich wollte nur einen Denkzettel. So, das sind Sie, ja. Genau. Gehen Sie gerade mit. Also. Gucken Sie sich das nochmal an, ob alles in Ordnung ist. Das sind doch ja? Genau. Ist alles noch zu. Okay. Ich hatte das nur unter der Treppe versteckt. Problem mit dem Auto. Machen Sie, erstmal zu. So, jetzt machen Sie auf, genau. Ja. So. Ja? Wenn man die Polizei nicht hätte. Einmal. Zweimal. Okay. Dann kriegst du dein Kastenbier bestimmt. So, Herr Weber, noch mal ganz kurz möchte ich Sie belehren. Sie sind beschuldigt im Strafverfahren. Das heißt, es wird auch ein Strafverfahren auf Sie zukommen. Ja, Sie werden im Rahmen einer Vernehmung, wenn Sie mal vorgeladen, können Sie sich dazu äußern, müssen Sie aber nicht. Können Sie auch gerne mit Ihrem Anwalt machen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Hausmeister den Fernseher vor die Tür gestellt und mit einem Zettel versehen hat. Das Verfahren gegen den Hausmeister wurde eingestellt.